Was geht ab, ihr kleinen Mäuse? Willkommen zu einer neuen YouTube-Reaction von TJ auf das neue Video von Kyla Schüx, in dem es mal wieder um die Mädchen-WG geht und ziemlich peinliche Talks, die dort stattgefunden haben. Viel Spaß. Hallo, Chiquitas. Ihr habt Macht. So sag ich's. Okay. Ich sag, mich interessiert nicht, was Leute sagen. In dem Fall interessiert es mich. So, macht euch gemütlich, Freunde. Es gibt eine Folge Mädels-WG von Kyla. Ich hab Bock. Ihr habt die Macht über mich, dass ihr mich so lange nervt, bis ich wieder eine neue Mädchen-WG-Reaction drehe. Stark. Das ist schon... Ich muss übrigens sagen, der Look von Kyla in dem Video ist stark irgendwie. Dieses, oh, wie nennt man das, Sleepback oder sowas? Von den Haaren, wie sie ihn trägt? Finde ich nice. Finde ich, steht ihr sehr gut. Ein harter Cringe, den ich mir da geben muss. Ich vermeide eigentlich jegliche Konfrontation mit meinem Vergangenheit. War dieses Mädchen im Gefängnis? Ich muss sagen, so viel Unterschied zu Kyla ist da gar nicht. Klar, glow up, aber hätte auch vor 2 Jahren sein können. No front. Selbst. Falls ihr dieses Video zum ersten Mal seht oder dieses Format zum ersten Mal seht, ich war mal in einer Fernsehsendung, die heißt die Mädchen-WG und ich reagiere. Auch da unten, ganz kurz, no front, aber das hätte jetzt auch keiner vor 2 Jahren sein können. Schon ein bisschen, oder? Und ich reagiere auf alte Folgen, weil... Viel. Es passiert viel. Es ist auch viel für mich, das zu sehen. 2 Sachen, bevor wir loslegen. Ich habe die Folge noch nicht gesehen. Pepe meinte, die ist miese cringe. Wenn Pepe sagt, dass es cringe hat, ist eigentlich nichts zu bedeuten, weil er findet wirklich alles cringe. Und meine Cringe-Toleranz, Leute, ist über die Jahre... Okay. Ihr wisst, was wir uns alles angeguckt haben, Leute. Die zweite Sache... Die alten Mädels-WG-Folgen, die waren auf jeden Fall wild. Pit, haben wir eigentlich eine Mädels-WG-Playlist? Falls nein, lass mal eine machen. Lass mal auf YouTube machen. Und dann jetzt hier oben verlinken, falls ihr alle Mädels-WG-Reactions sehen wollt. Tut mir leid, dass dieses Setup so hässlich ist. Ich mache seit so langer Zeit... Ich finde es voll okay. YouTube, und das gebe ich euch, einen Gefängnishintergrund. Irgendwie ist es hier einfach so bequem mit meinem Computer. Ich muss hier mal ein bisschen was... Habt ihr Inspo? Was soll ich denn hier hinmachen? Ihr seht's gar nicht. Oh, ein Bild von Benne. Das wäre stark. Kyla, ich würde dir 10 Euro donaten, wenn du da ein Bild von Benne hinhängst. Meine ich ernst. Wäre stark. Oder juckt's euch gar nicht. Hauptsache ich bin vor der Kamera. Ich bin ja eh das scheinende Licht. Ich finde es auch lustig, wenn man die Mädchen-WG 2016 eingibt, was bei Google auf Bilder so rauskommt. Und dann sehe ich das Bild hier von mir und Serena, weil wir zusammen bei Bibi und Tina die Serie mitgespielt haben. Actors. Sie muss zurückkommen für eine Reaction, Leute. Ihr müsst auf Insta Serena schreiben. Wenn sie sieht, dass ihr sie zurückhaben wollt, wird sie bestimmt nochmal kommen. Und Leute, Serena spielt einfach beim neuen Tribut von Panem-Film mit. Das ist krass. Das ist sehr krass. Das ist sehr krass. Eine Runde Applaus. Mädchen-WG Girlies Thriving. Ich habe sie letztens in München getroffen. Wir haben gechillt und es war so schön. Wir haben beide so überlegt, was wir alles erreicht haben seit der Mädchen-WG. Wir haben uns so richtig... Mann, wir haben es so weit geschafft. Wir haben uns so umarmt. Deswegen guckt euch den neuen Hunger Games an und achtet nur auf Serena. Geht nur für Serena hin. Das ist stark. Okay, Leute. Die Mädchen-WG Sommersonne elternfrei. Weil es so schön ist, hier einmal die Intro-Musik. Ich wollte den TikTok-Tanz dazu gesehen. Kyla, ich spende nochmal 10 Euro, wenn du TikTok-Tanz dazu machst. Mach ich. Apropos Luna. Sie hat irgendwie ein Ding für jüngere Typen. Sie postet so immens viele TikToks darüber, wie sie so auf jüngere Typen geiert. Und ich bin so, wie jung? Was? Randy's younger than me? Wie jung? Weil wenn ein Typ sowas postet, kriege ich immer den Ick und bin so, Polizei. Ja, es kommt drauf an. Also ein bisschen jünger, so 1, 2, 3, 4 Jahre. Okay, also je nachdem, wie alt du bist. Halt so, ich sag mal so, bei mir ist so, ich bin 26. Wenn eine 2 vorne steht, dann ist safe. Aber lieber eine 2 und nochmal eine Zahl, die höher als 2 ist. Dann ist safe. Ja. Weil es hat einfach einen komischen Beigeschmack, so ich stehe auf jüngere Mädchen. So, warum? Weil du ein Machtverhältnis haben willst? Da habe ich bei ihr so mehrere TikToks gegeben. So, so, when he's younger than me. Weil Luna auf konsequent 18-Jährige steht, nenne ich sie jetzt die ganze Folge über Mami. Heute stark. Wir sind Julina und Serena, die Langschläfer. Darum haben ihre Mitbewohnerinnen einen nasskalten Plan ausgeheckt. Also nimmst du dir Julina vor, du machst Serena. Ja, machst du es so? Und du machst so auf beide Bisschen. Okay, los. Das war nicht unsere Idee. Wir wurden dazu animiert. So. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das nicht deren Idee war. Bin vielleicht manchmal sadistisch, aber nicht so sadistisch. Ich habe auch noch ein Herz, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass Kyla das auch in real macht. Ich kann mir vorstellen, wenn du so mit Kyla zusammen wärst, dass die dir random morgens ein Glas Wasser ins Gesicht schüttet und sagt, so, bist wach, besser so. So schätze ich Kyla ein. Übrigens 10er, dass sie schon wach waren. Safe. Wir sind Bond. James Bond.
Ja, das ist cringe. Alle so nett, alle so zivil. Die haben gar nicht reagiert. Alles für die Kamera. Eigentlich hätten wir uns zusammengeschlagen. Ich hab mich voll erschrocken. Ja, das hier ist ja schon echt krass. Nicht so wie in Deutschland so, sondern richtig so. Das war schon uhr, ey. Wir sitzen ja jetzt in einem Haus. Aber unsere Schweine, die haben so ein Holzhaus. Versteht ihr, was ich meine? Und die müssen so. Und die haben bestimmt richtig Angst. Ich glaube, das ist das erste Gewitter, was sie erleben. Sollen wir vielleicht in den Schweinen hinkommen? Das erste Gewitter, was sie erleben. Wie alt sind die Schweine? 2 Monate? Oder so. Ich glaube, wenn wir dann auch hinkommen, haben die einfach nur noch mehr Angst. Die denken, wir sind das Gewitter. Es wäre korrekt, wenn wir die ins Haus holen. Das wäre korrekt. Einfach ein bisschen mit denen lunchen. Ein bisschen den Gossip. Was geht bei euch weg? Ein bisschen Tee austauschen. Wer hat den längsten Kringelschwanz? Boah, der Regenschirm ist nice. Der ist cool. Noch Blitz, dann 10 und dann Donner, ne? Genau. Wie geil überlegt es, wieder auszuspucken. Also eine Sekunde ist 1 Kilometer. Okay, Newton. Eine Sekunde ist 1 Kilometer? Nee. 0! Das ist einfach falsch. Warum war ich so überzeugt? Physik hatte ich da noch gar nicht, glaube ich. Für 1 Kilometer braucht er 3 Sekunden. Zählt man nun die Sekunden zwischen dem Blitz und dem Donner und teilt diese durch 3, hat man die Entfernung zum Gewitter 1 Kilometer. Was habe ich gesagt? Eine Sekunde Blitz. Genau, 9,81 Meter pro Sekunde hoch 2 Schwerkraft. Ja, ja. Dann 10 und dann Donner, ne? Genau. Also eine Sekunde ist 1 Kilometer. Nee! Nee. Ist einfach falsch. Woher habe ich das genommen? Ich glaube, es war einfach das Einzige, was ich so, was Sinn ergeben hat. 1,1. Ich war auch komplett überzeugt und es hat uns auch niemand gesagt, dass es falsch ist. Du bist dumm. Jetzt kein Blitz kommt. Okay. Wenn es nicht mal Blitz ist, natürlich optimal. Boah, das zieht das hier. Warum hat der Kameramann so akribisch auf die Füße gefilmt? Tarantino oder was? Leute, ich weiß, ihr denkt, ihr seid groß für euer Alter, aber ihr seid nicht so groß. Ich würde jetzt wirklich in eurem Garten keinen Blitz treffen. Woher kommt die Überlegung, dass wir überhaupt warten müssen, bis ein Blitz kommt oder so? Wir sind bestimmt da, wo die immer an ihrem Lieblingsplatz sind. Hey Schweinchen, alles klar bei euch? Oh nein, die müssen sogar draußen chillen. Die Armen, Alter. Es ist nur ein bisschen Gewitter. Oh nein, die Armen. Oh nein, die kommen raus. Die sind so angesperrt hier hinten, ne? Das ist jetzt ein Haus. Sieht nicht gut aus. Er schüttelt sich auch öfters. Vielleicht tut ihm das in den Ohren entzündet. Also vielleicht kriegt Tierarzt gefühlt. Hat geblitzt, der kommt. Da passiert nichts. Da passiert nichts hinter diesen Augen. Seht ihr das? Zero. Kein Licht brennt. Okay, 11 Kilometer. Dann gehen wir ins Internet gucken, was das heißt. Internet? Alter, 11 Sekunden, 11 Kilometer. Das ist die Rechnung. Das ist es. Gut, dann gehen wir ins Internet gucken, was das heißt. Erkrankungen der Schweine sind Minischweine rotlaub. Ist es jetzt eine Entzündung oder? Ja, wir suchen Brand. Sonnenbrand. Ist es ein Sonnenbrand? Nee, das war einfach nur total rot. Können Schweine Sonnenbrand haben? Und angeschworen. Treptoko. Das wird mir jetzt schon zu anstrengend mit den ganzen Durchführen. Das mit dem Arzt machen. Also alle Mädels waren total besorgt um die Schweine. Weil so besorgt, dass wir dann zur Feier des Tages abends im Restaurant teilweise Wiener Schnitzel bestellt haben. Die armen Schweine, Mann. Die sind ungesund, deswegen können wir sie nicht essen. Ich nicht. Aber andere. Oh, die armen Schweine. Ich hoffe so, dass es ihnen bald besser geht. Okay, wir reden jetzt über Pubertät im Badezimmer. Oh, ich bin gespannt. Outfit Slay. Das hat auf jeden Fall fett Cringe-Potenzial. Sind das so richtig, richtig reine Haut wie so ein Baby? Ja. Warum mache ich das? Das ist wie so eine Tante, die so kommt. Und so mit ekelhaften Lippen. Aber so eine Tante, die meint, die einen anspricht mit, oh, du bist mal groß geworden und du weißt überhaupt nicht, wer das ist. Und dein Gesicht so abschmatzt, so Rauchatem, wisst ihr? So ein Kippenatem. So, oh, und du bist so. Ihr kennt die Tanten, ne? Wo man immer denkt so, Bruder, wer bist du? Ich hab dich noch nie in meinem Leben gesehen. So eine. Ja, aber die Hände riechen dann so ein bisschen seifig, wisst ihr? So alte Menschengeruch. Und ich riech gut, ich riech nach Parfum. Ich riech gut, Leute, ihr wisst. Ja, jetzt schon ich von mir selbst. Ah.
Bist du halt schon in der Pubertät drin? Ich glaube, man kann auch in der Pubertät sein, auch wenn man keine Pickel bekommt. Woran merkst du, dass du in der Pubertät bist? Okay, als wenn so Pubertät so ein Raum wäre. Bist du drin? Nein! Bist du nicht drin? Gott! Einfach so gross! So, bist du überhaupt schon in der Pubertät drin? Das ist so 14-jähriges Ding. So Pubertät, Digga, was Pubertät? Wechseljahre. Das ist das Nächste, was bei mir ansteht. Crazy. Tite, bist du schon in der Pubertät? Nee, glaub nicht. Frage. Denkst du, du bist schon in der Pubertät? Weil ich sehe keine Titten. Ich weiß nicht, was habe ich mir gedacht. Das kannst du halt nicht fragen. Bei mir ging die Pubertät so schnell. Ich wurde so schnell groß und erwachsen und habe das Gefühl, ich sehe jetzt genauso aus wie da, nur schminke ich mich jetzt besser. Ja, okay. Actually, ja, ein bisschen. Bruder, ganz ehrlich, das hätte vor 2 Jahren sein können, das Video hier. Ja. Also wenn man die Tage bekommt, merkt man auch schon so, jetzt geht's los. Yeah. Jetzt kommen die tollen ganzen Probleme und Schwierigkeiten. Ich dachte so, Mann, nein, ich will das nicht. Geh weg! Ich cringe. Ich habe keinen Spaß mehr. Ich cringe einfach nur noch. Auch wie ich mich im Spiegel angucke, ich habe mich früher immer, ich mache es glaube ich immer noch besser, aber ich habe mich früher immer so im Spiegel angeguckt. Was? Ich habe immer so eine Augenbraue irgendwie hochgemacht. Sieht man da auch. Ein Jahr jünger als ich. Ja. Da war es aber auch genauso gleich wie bei dir, was die Brüste angeht. So, das war irgendwie richtig krass. Nein. Kayla, sexy, halt die Fresse, bevor ich sterbe. Was sagst du jetzt? Was sagst du mit den Brüsten? By the way, Titties habe ich erst mit so 17, 18 bekommen. Oder ich habe sie erst da bemerkt, ich bin mir nicht sicher. Ich war immer delusional und dachte, ich habe keine Brüste. Und dann habe ich irgendwann mit 18, 19 so gemerkt, so, da ist was, da. Das Problem, was für mich über 3 Monate, war immer so, plötzlich waren sie da, ne? Plötzlich, nee, ja, auf einmal passen mir keine BHs mehr, die ich zu Hause habe. Ja. Okay. Hattest du BHs davor? Bist du sicher? Einfach. Ganz kurz an die Frauen. Ab wann fängt man als Mädel an, einen BH zu tragen? Interessiert mich gerade einfach nur. Also, es war einfach gerade nur so reine Interesse für meine Tochter später, falls ich eine haben sollte. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Plop und die waren da. Wann? Habe ich es verpasst? Ich habe wirklich mit 18 erst so einen Plop gemerkt. Ist eigentlich bei Typen auch so, dass es auf einmal ploppt? Nee, bei Typen ist es nur so, dass du dir so mit, weiß nicht, 12, 13 einfach so zum ersten Mal einfach random einen runterholst. Einfach so random. Und dann irgendwann so zum ersten Mal vorne so was rauskommt. Dann wächst es halt so ein bisschen. Oder ist es eher so wie bei den Brüsten, dass die so dann langsam vielleicht noch wachsen, aber es gibt so diesen einen Plop, wo die noch... Nee, Plop gab's nie. Es gab nur das erste Mal ein Fappen. Auf einmal so da sind. Ich musste mal jemanden fragen. Wann merken Typen, dass der Plop passiert ist? Ich rufe jetzt einfach Pepe an. Pepe, es tut mir leid, wenn du siehst, dass ich dich diesbezüglich anrufe. Das soll nicht übergriffig sein in unserem Arbeitsfeld. Hallo Pepe? Ich gucke jetzt gerade die Mädchen-WG und ich habe mich was gefragt. Ich wollte kurz jetzt einfach aus Interesse. Ich glaube, es... Pepe, du brauchst eine Gehaltserhöhung. Das ist einfach eine interessante Frage, die ich mir davon noch nie gestellt habe. Du weißt ja, ich rede in dieser Mädchen-WG rede davon, dass ich auf einmal einen Plop hatte, was meine Brüste angeht, okay, mit 14. Es soll jetzt nicht übergriffig klingen, aber gibt's bei Typen auch so einen Plop, wann man so merkt, okay, ich habe einen größeren Schwanz oder einen kleineren Schwanz? So. Nee, also bei mir nicht. Wann merkt man... Also der wächst halt so in der Pubertät ein einfach. Wann weiß man so, das war jetzt der Plop? Oder wann weiß... Ich dachte, dass du mich da anrufst. Dazu so, ich frag dich einfach mal. Also habt ihr auch so einen Plop? Oder wann wisst ihr, damit muss ich jetzt bis zum Rest meines Lebens arbeiten? Ich hab das mal gegoogelt und da stand da irgendwie so... Hast du dir Sorgen gemacht? Ey, ich hab dich nicht gezwungen, dich selbst zu exposen. Alles gut, was waren die Ergebnisse? Dass das Wachstum zwischen 15 und 21 aufhört. Krass, ja, weil... Ja, das hätte ich auch so gesagt, ja. Ich hab mich halt gefragt, wie das bei Typen ist. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass mein Pimmel mit 18 noch nicht so groß war wie mit 21. Da bin ich mir sehr sicher. Weißt du, wann man das einfach so checkt? Ich glaube, ich hatte das Gefühl so mit 16, 17. Also würdest du aber sagen, okay, das ist also bei jedem unterschiedlich. Laut gutefragen.net ist es bei jedem unterschiedlich. Ja, okay, perfekt. Das ist die zuverlässige Quelle. Dann habe ich keine Fragen mehr. Okay. Pepe wird kündigen. Pepe wird beim Arbeitsamt eine Beschwerde einreichen wegen übergriffigen Arbeitgeber. Ach Bruder, ich musste schon Hodensack wegphotoshoppen. Fragen, wann es bei mir geploppt hat. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Danke, Pepe, für deinen Dienst. Ich finde, es ist viel einfacher, wenn man so von einem Tag auf den anderen plötzlich so durch die Pubertät durch ist. Das ist doch viel geiler. Nein, kennst du das? Die
ist gerade in die Pubertät gekommen, hier so einen Pflaum haben sie. Ja. So einen unrasierten. Ja. Oh mein Gott. Kyla, schämst du da gerade Männer, die vielleicht keinen Vater haben und nicht wissen, wie man sich rasiert? Ja, Zappalotta, mach hier bald ein Video zu. Was habe ich für einen Lippenstift? Ich sehe aus wie ein Vollidiot. Weil richtig viele Typen denken, wir stehen darauf. Ja. Und denken so, ja, die, voll, das voll die machen geil. Das dann nicht mehr. Ganz kurz, ein schön geführter Moustache ist aber was Geiles. Ich habe mal den Weltmeister in Moustache getroffen. Also in Moustache-Art. Boah, der hat einen geilen Moustache. Die coolsten Typen der Welt. Denkt sich irgendein Typ mit dem Pflaumen, er ist der coolste Typ der Welt? Ich bin ehrlich, Pflaumen, ja, ist halt ein Ick. Sieht man jetzt ja nicht mehr so. Das Ding ist aber, man will ja als 14-, 15-Jähriger älter aussehen. Das will ja jeder. Und deswegen stehe ich schon, wenn man den dran lässt. Aber sieht trotzdem scheiße aus natürlich. Aber irgendwann, wenn du so 20 bist und sowas und so einen richtigen Moustache bekommen könntest, boah, das sieht nice aus. So in meinem Alter, ich sehe auch nie 13. Genau, der war Weltmeister in Moustache. Also, so hieß die Kategorie einfach. So. Andererseits, aus meiner jetzigen Perspektive drauf gucken, denke ich mir, Slaking, zeig uns, was du hast. Sollte man mit 13, 14, wenn man einen Pflaumen bekommt, direkt so rasieren? Ist ja auch nicht so gut für die Haut und so. Wenn ich meinen Sohn habe und der sagt, Mama, ich habe einen Pflaumen, soll ich den abmachen? Dann würde ich sagen, ey, Pablo, du machst genau, was du willst. Mit diesem Bart hast du Entscheidungsrecht in diesem Haus. Trotz Versöhnung. Oder was ging jetzt ab? Warum sind die alle braun? Die Dinge sind ungeklärt geblieben. Eine Aussprache ist fällig. Oh oh. Oh mein Gott, da war es so tense. Ich wollte jemandem an den Kragen. 2 Tage echt sauer, weil es sah ja aus wie Schwein. Und wenn es mal hieß, wer rund auf, dann war... Keiner hatte wirklich Lust, das war das Problem. Und deswegen hatten wir dann so einen Haufen. Also ich finde... Erstmal klasse, dass wir das immer sofort ansprechen und das nicht so in uns buddeln. Erstmal finde ich es klasse, dass wir drüber reden, Bruder. Ah, oh, toxic. Also es ist nicht toxic, aber Bruder, in jedem Beziehungsstreit, den ich hatte, wenn so ein Satz war, war ich so, Digga, halt deinen Maul. Jetzt schrei mich gerne einmal an und mach nicht so, ich finde es erstmal schön, dass du es ansprichst. Nein, schrei mich an. Boah, dann würde ich mein Bein ist eingeschlafen. Das fühlt sich ganz komisch an. Und mein Arsch ist eingeschlafen. Ja, ganz komisches Gefühl. Beobachtet mich in dieser Szene. Ich bin nicht glücklich. Okay. Die Zeit muss da sein, um einfach über solche wichtigen Themen zu reden, weil das macht eigentlich alles aus. Wenn man nicht miteinander klarkommt, dann hat man keinen Spaß mehr. Das ist halt wirklich bei dir so, Luna. Konfrontation! Okay, was passiert jetzt? Kyla Shakes geht auf. Ich sag, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte. Oh, ich liebe einfach Ehrlichkeit. Ich liebe Ehrlichkeit. Wenn das nicht so in die Richtung geht, wie du das dir vorstellst, dann bist du halt ganz schnell auf 180. Jawoll! Zeig's ihr! Abgeschossen. Ich hab den Vogel abgeschossen. Allein die, zeig's dir halten. Diese Frame, die Reaktion darauf. Da steigt jemand auf jeden Fall gerade über 120. Auf der Überholspur. Ich sehe... zu pingelig bin, aber ich mag es nicht. Also ich finde es ekelig und ich will, dass halt darauf geachtet wird, dass es wirklich dann wieder picobello aussieht. Also ich bin leider so und ich kann es ja nicht ändern. Das mit der Sauberkeit kommt einfach von meiner Mutter, die ist auch sehr pingelig. Aber schau mal, daran kann man echt erkennen, dass wir uns noch nicht wirklich so gegenseitig einschätzen können, wisst ihr? Und jetzt wisst ihr auch, dass nächstes Mal einfach nicht so krass sein muss. Ich war pissed. Ich glaube, die haben auch irgendwas rausgeschnitten, was ich gesagt habe. Okay. Na Pro, die haben was rausgeschnitten in meinem Gespräch. Ich hatte teilweise Angst vor dieser Frau, weil sie war einfach auf einmal so todessauer. So mies und pisst auf uns. Einfach wie so ein wütender Chihuahua. Und ich war da pisst, weil sie hat einfach nicht aufgeräumt. Also sie hat einfach wirklich so, die hat die ganze Zeit diesen Film geschoben, von wegen, mir ist Ordnung so wichtig. Oder so. Auch geil. Mir ist Ordnung so wichtig, aber dann selber nicht aufräumen, das ist stark. So, sie hat nicht aufgeräumt. Ich habe die ganze Zeit aufgeräumt. Ich war legit die Putzfrau des Hauses. Und dann war ich so, wie kannst du hier sitzen und sagen, das ist ja alles so wichtig, wie sauber es ist und so. Und dann bist du aber nicht die aufräumt in diesem Haus. Hallo, wir müssen das ausnutzen. Wir sind ohne Eltern. Also, Free Hugs. Gruppenkuscheln. Nein! Ah, aua! Das war doch auch safe so ein Kommentar von der Regie. Ja, mach doch jetzt mal Gruppenkuscheln. Mach doch mal Free Hugs. Ich hab's gar nicht gefühlt. Ich wollte jetzt wirklich nie in den Gruppenhug gehen. Ich war so, oh. Guckt euch mein Gesicht an. Kyla will nicht Free Hugs jetzt. War ja zu viel. Gruppenkuscheln. Komm her, ich hab euch alle lieb. Hey. Oh, cute. Ist der dann doch harmonisch vor der Kamera? Oh mein Gott, wir gehen jetzt surfen, Leute. Oh, ich bin gespannt. Oh, jedes Mal, wenn ich so Bikini-Action sehe, bin ich ein bisschen so... Oh.
zu meinem Körper. Ich fand das richtig cool, weil ich habe mich schon so drauf gefreut. Das wäre echt schade gewesen, wenn es abgeblasen würde. Oh, ich habe mich so gefreut. So, what is the most important thing when you are doing windsurfing? Wirklich, die haben alle richtig Bock, ey. Die haben alle richtig Bock. Ey, kurz Outfit-Check. Das ist das ein Jeans-Kleid von meiner Mom. Das, was ich da drunter gematcht habe, zeitgemäß, Neon. Heute würde ich das mit was anderes matchen, aber es sieht eigentlich, ignorieren wir die Pilotenbrille, was da abgeht, kein Plan, zero Ahnung. Der Joker war ein tägliches Ding anscheinend bei mir. Aber an sich, I see the vision, girly. I see it. It's the wind. Sure. So, the wind comes from that direction. We will be sailing in this direction. Yeah. Okay. Legende. Guck mal, wie ich da stehe mit meiner Sonnenbrille. Ich sehe aus, als würde ich wirklich sagen, I don't give a fuck. Wild. Fuck, I'm cool. This is my movie. Sie weiß noch gar nicht, was für ein Keks sie wird, wenn sie älter wird. Are you ready to go to the water? Yes. Ich bin jetzt nur noch ins Wasser. Zack, auf dieses Board und surf. Oh mein Gott, ich habe so Angst, ich hab's verschleppt, aber ja, ich will. Mami, das schaffst du. Schaffst du, Mami. I'm rooting for you. Okay, sie darf es, aber ich werde diese 14-Jährige nicht Mami nennen. Das fühlt sich ganz falsch an. Es macht so viel Spaß. Es macht mega viel Spaß. Hey, sind die nicht nur ins Wasser gefallen? Ja. Es wäre nur mehr Wind da. Ich glaube, wir würden so abgehen. So. Oh ja. Generell, Surfer sind ja jetzt auch so süß. Okay, Surfer sind so süß. Die meistens haben die auch Sixpack, weil die Surfer oder so Windsurfer oder so brauchen richtig viele Muskeln. Ja. Ich bin ein Surfer-Girl. Ich war einfach in Kalifornien surfen und ich habe mich gut geschlagen. Ich habe so ein paar wirklich Tiefwasserwellen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das was sage, aber ich will unbedingt nächstes Jahr wieder surfen. Aber Surfer-Boys? Noch nie mein Type. So Skater, Surfer-Boys habe ich noch nie so, hat noch nie ganz bei mir geklickt. Ja, sieht Ben nicht aus wie ein Surfer-Boy. Gemacht. Okay, jetzt sind wir zu Hause und wir stellen einen Haushalt. Not your type, Kyler. Plan auf, damit es keinen Streit mehr gibt. Ja, dann mach ich. Genau. Das ist ja der Tierarzt. Ciao. Und der Tierarzt für die Schweine ist da, damit die später essen können. Nice to meet you. Serena. Alberto. Very nice to meet you. Yes. Yes. What's the problem with the pigs? We will show you, I think. It will be the best. Let's go to check them. Meine Sorge um Yolo und Swag war schon relativ groß. Meine Sorge um Yolo und Swag war auf jeden Fall mega groß. Die hießen Yolo und Swag, die Schweine. Die wurden noch safe danach aufgrund ihrer Namen getötet. Eigentlich müsste ich, Leute. Wie viele Likes will ich auf dem Video haben? Also ich habe keine Ahnung, was für Likes ich sonst auf meinen Videos habe. Okay, das letzte Mädchen-WG-Video hatte 30.000 über... Okay, dann schaffen wir auf die Reaction 4.000. Ja. Über 30.000 Likes. Wenn das Video über 50.000... Okay, wenn das Video über 5.000 hat... Likes kriegt, ja. Das ist ganz wild, dann lasse ich mir Swag tätowieren. Dann lasse ich mir nicht Swag tätowieren. Dann habe ich YOLO und Swag. Wisst ihr, ich mache es als... Tribute. Das wird wie das Grab von denen, weil wir ja wissen, wo die alle gelandet sind. Die sind schön im Fleischwolf gelandet. Also, über 50.000 Likes, schickt's euren Freunden, schickt's allen. Ja, okay, hat 58.000, wild. I put my gloves. Also, man hat das schon so ein bisschen Angst bekommen. Because this disease is contagious for humans. Ansteckend, hat er da auch gesagt. Oh, oh, ansteckend für Menschen. We have to be careful. Wir müssen aufpassen, ist ja immer so. Okay. When you touch them, you have to wash your hands. Unsere Schweine haben eine ansteckende Krankheit. Digga, Schweinegrippe einfach. Und wir dürfen nicht anfassen, sonst werden wir auf einmal zum Swag in Person. Wenn man Swag spezifisch anfasst, dann dreht's einfach den Swag auf. Genau. Turn my swag on. Take a look in the mirror. Say what's up, what's up. Die ist halt auf Englisch gerappt? And I'm going to do a inject. Mm-hmm. And I think in 1 week they can stay well. I need 2 of you. Can you hold me? Ja, wie ich dachte, die Dinger ist anstecken. Jetzt sollen die sich Schweine anfassen oder Handschuhe? Ja, stark, GG. Ey, du sollst das scheiß Schwein aber festhalten. Oh, helft mir doch mal. Oh, ich hab's losgelassen, aber helft mir doch mal. Sorry. Warte kurz mal 5 Minuten.
Oh, da mussten wir die Schweine festhalten. Es war schlimm, weil man wusste zwar, es ist wichtig für die, aber die hatten so Angst. Oh, die Armen. Da ist kein Schwein. Generell keine Tiere. Ess kein Schwein, ess doch keine Tiere. Mei auch nicht. Ich ess kein Fleisch. Tiere, ich wäre euch so dankbar. Wenn ihr mich mögt, tut's für mich bitte. Lass einfach. Okay, mach ich nicht. Für dich, Kyla. Tiere in Ruhe lassen, Mann. Okay. Es ging mir sehr nah. Also es war ganz schlimm, die so zu hören. Aber abends gehört auf meinen Teller ein schönes Wiener Schnitzel mit Schwein. Sorry. Darauf erst. Minuten noch nicht vorbei. Ein Wiener Schnitzel, wa? Zur Beruhigung. Das ist für dein Besten. Das ist für dich. Okay. Thank you very much. Der Arzt versichert den Mädchen, dass das Gequieke zwar schlimm klang, lieber. Der Arzt sieht irgendwie cool aus. Der Arzt hat irgendwie Swag, finde ich. Der sieht ein bisschen aus wie ein Hausmeister. Während in der Serie würde ich ihn persönlich als Hausmeister casten. Als Hausmeister casten. Oh, aber er sieht so ein bisschen spanisch aus, deswegen, wie nennen wir ihn? Lass uns ihn Pablo nennen. Er heißt für mich Pablo. Er heißt Pablo Carsten Rodrigo. Carsten Pablo Rodrigo. Pablo Carsten Rodrigo. So heißt der Hausmeister. Pablo Carsten Rodrigo. Carsten. So schlau bin ich. Ich bin dir auch echt dankbar, dass du das gemacht hast. Ich dachte mir so, jetzt hört auf rumzuquicken. Ich habe keinen Bock, dass ihr in 2 Wochen tot seid. So, weil Plot Twist, sie wurde noch geschlachtet. Boop. Die haben ja auch Schmerzen dadurch und ich glaube, die Schmerzen sind weitaus größer und könnten weitaus größer werden. Perfekt, erstmal nach der ganzen Aktion ins Auge gefasst. Du wirst so viel Swag kriegen, das weißt du gar nicht. Durch dieses Reiben. Daher habe ich meinen Swag. In einer Woche wieder gut und das ist das Wichtigste. Ja. Bye. Aber Carsten mit C, Freunde. Er ist ein C-Carsten. Das war's. Das war die Folge. Ich fand, es war eine tolle Folge. Danke, Pepe. Freunde, wir werden übrigens auch auf die nächste Folge reagieren. Wir gucken noch nicht zu Ende, aber es gibt schon Folge 9. Falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne rein. Aber nur kurz gucken, was Keller am Ende sagt hier. Für die Empfehlung, lasst ein Like da für Swag-Tattoo. Folgt mir auf Insta, sagt was Nettes. Oder muss ich einfach Keller Swag-Tätowieren lassen. Ist schon funny. Nicht. Und piss mir gleich in die Hose, deswegen beende ich das Video jetzt. Ich hab euch lieb. Ich hoffe, ihr habt es wieder Ich hab mir schon die Hose gepisst, nice. Wollt. Ich hoffe, ihr wollt bald wieder mit mir chillen. Nächste Woche kommt eine neue Folge Mädchen-WG-Reaction. Nicht verpassen. Abonnieren diesen YouTube-Kanal, Glocke anstellen. Was macht ihr, wenn ihr noch nicht die Glocke anhabt bei meinem Kanal? Schlaft da? Ich hab die Glocke an, Kyla. Ich bin Fan. Hat mich gefreut. Tschüssi. War ein schönes Video. Gebt ein Like, hat schon ein Like bekommen. Freunde, schaut hier bei der lieben Kyla vorbei. Die macht swaggy, tolle Videos. Und falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert gerne rein. Weil wir sind schon bei 232.878 Abonnenten. Und wenn die jetzt alle rein abonniert, die nicht abonniert haben, sind wir bestimmt bei 232.889. Bestimmt.